herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Und zwar sind wir heute wieder in der Reihe Einfach elegant unterwegs. Und das ist das dritte Video, das ihr zu dieser Reihe seht. Bis jetzt war es immer so, dass ich in den Videos nur ganz kurz am Anfang ein bisschen gequatscht habe und es wird sich jetzt aber ändern, denn ihr habt mir ganz viele Nachrichten geschrieben, dass ihr das gerne hättet, wenn ich weiter quatsche und ihr gerne meine Stimme hört. Und es hat mich total gefreut und ich habe mir gedacht, eigentlich ist es auch sinnvoll, denn dieses Video richtet sich ja auch besonders an Bastelanfänger, weil wir eigentlich immer relativ einfache Projekte haben, die aber immer einen süßen kleinen Clou haben. Und ich habe mir auch gedacht, ich werde versuchen, auch mal mit weniger Produkten zu arbeiten, vielleicht die Big Shot nicht unbedingt einzusetzen oder nur mit einem Stempelset oder so. Und natürlich ist es dann sinnvoll, wenn ich auch was erkläre, weil ich weiß noch, wie ich angefangen habe zu basteln, da habe ich mir auch ganz viel, da lernt man ganz viel dazu und da ist es schon eigentlich wichtig, dass jemand was erklärt in den Videos. Und deswegen wird es jetzt auch so sein, dass ihr zukünftig in meiner Reihe einfach elegant einfache Karten seht. Möglichst versuche ich mich auf eine Schiene festzulegen, also zum Beispiel ein Stempelset oder vielleicht zwei und nicht ganz so viel Materialien zu verwenden, dass man einfach mit weniger auch eine tolle Karte basteln kann. Genau, und das machen wir heute. Ich habe hier schon drei Stück liegen und zeige euch die jetzt mal von nah. Ich arbeite heute mit dem Stempelset Gänseblümchen Glück und der passenden Stanze dazu. Und die Karte, das ist jetzt meine Beispielkarte, die hat jetzt noch einen anderen Spruch drinnen. Ja, die ist hier ein bisschen so gestempelt im Hintergrund und das Besondere hier ist, dass die nicht komplett zu ist, sondern dass die hier noch ein bisschen offen ist an der Seite, finde ich ganz süß. Und natürlich auch, dass das einfach nicht ganz gerade aufgeklebt ist. Die Karte ist wirklich einfach, aber total schön und mit diesem, ja, dass da einfach die Hinterseite noch ein bisschen länger ist, finde ich, ist das auch ein besonderer Clou. Und die Karte, ja, ich finde sie total schön und ich hoffe, sie gefällt euch auch und ihr habt Lust mit mir, die zu basteln. So, ihr Lieben, ich mache das wie in meinen anderen Videos auch. Die Bestellnummern, die hebe ich euch kurz ins Bild. Und zwar benutze ich Savanne, Flüsterweiß, Espresso und als Designerpapier das Designerpapier Magnolienweg. Das wären die Bestellnummern. Wenn ihr sie braucht, macht ihr einfach Pause und schreibt sie ab. Und hier sind die Maße. Die habe ich euch auch schon schön aufgeschrieben, aber ich erkläre sie natürlich. Also ich nehme einmal Savanne und habe das Maß 19,5 x 9 cm. Und diese lange Seite habe ich gefalzt bei 9 cm. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Hier ist die Falzlinie bei 9 cm. Und dann habt ihr so eine kleine Klappkarte. Und das ist unser Grundgestell von der Karte. Dann habe ich zwei Stück Espresso, einmal mit dem Maß 8,5 x 8,5 cm und einmal mit dem Maß 10 cm x 8,5 cm. Dann nehme ich noch ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 7,3 x 7,3 cm, ein Reststück Flüsterweiß und ein Designerpapier mit 7,1 x 7,1 cm. Natürlich könnt ihr die Karte auch mit ganz anderen Designerpapieren oder ganz anderen Farben basteln. Einfach was ihr da habt, könnt ihr da verwenden. Und dann falze ich mir kurz die Karte nach und dann legen wir jetzt gleich auch schon los. Ich fange jetzt am besten an mit Stempeln. Lege mir da einfach noch ein Papier unten drunter und stempel mir jetzt zuerst den Farbkarton Espresso. Das ist der größere, der mit 10 cm x 8,5 cm. Und ich habe gesagt, ich arbeite mit dem Gänseblümchen Glück. Ich finde einfach, das ist ein tolles Anfängerset. Und zwar gibt es da nämlich die Stanze und das Stempelset zusammen, mehr oder weniger. Also das ergänzt sich. Und man hat hier den Stempel zum Aufstempeln und die Stanze stanzt einem das gleich aus. Wenn man das einzeln bestellt, dann wären das die beiden Bestellnummern. Aber es gibt im Moment noch eine Kombination. Da kann man sich 10% sparen. Und da muss ich mal schnell nach der Nummer schauen. Ja, die habe ich gleich ganz da oben stehen. Das wäre die Bestellnummer, wenn ihr euch das im Set bestellt. Dann ist es 10% günstiger, wie wenn man das einzeln kauft. Aber das gibt es halt nur noch, also es gibt es schon noch eine Zeit lang, aber es kann auch sein, dass es irgendwann nur noch einzeln erhältlich ist. Genau. Und ich verwende aus dem Stempelset jetzt auf jeden Fall mal den Blütenabdruck. Das nehme ich in den Hintergrund. Und wenn ihr nur mit diesem Stempelset arbeiten wollt, weil ihr jetzt nur das eine habt, dann könnt ihr einfach auch einen Spruch hier nehmen, zum Beispiel für dich oder ich schicke dir ein Lächeln, ist auch schön. Genau, und ich wollte jetzt eigentlich eine Geburtstagskarte draus machen und habe mir jetzt aus dem Stempelset Schmetterlingsglück hier zum Geburtstag alles Glück der Welt den Spruch noch ausgesucht.
Ihr könnt ja natürlich auch alles andere verwenden, was ihr habt. Auf meiner Beispielkarte habe ich übrigens mit diesem Stempelset gearbeitet, Schöne Dinge. Da habe ich diesen Spruch, nimm dir Zeit für die schönen Dinge des Lebens genommen und auch im Hintergrund habe ich mit diesem wunderschönen Ornament gestempelt. Das finde ich total schön und das kann man natürlich auch benutzen. Aber ich wollte es jetzt, wie gesagt, versuchen, nur mit einem Stempelset zu machen und deswegen nehme ich zwar einen anderen Spruch, aber sonst alles aus diesem Gänseblümchenglück. Lange Rede, ich fange jetzt an. Als Farben nehme ich zum Stempeln einmal Espresso und einmal Blütenrosa. Und ich fange jetzt an mit Espresso und stempel mir diesen Farn in Espresso als Hintergrund auf mein Papier. Mein Espresso ist schon ziemlich leer, das muss ich unbedingt mal wieder auffüllen. Bin mal gespannt, wie jetzt die Abdrücke werden. Ich stempel mir das jetzt so ein bisschen unterschiedlich ab, aber mir ist es wichtig, dass hier auf der Seite auf jeden Fall ein Stempelabdruck ist. Weil das kommt nachher, sieht man nachher, wenn man die Karte verschließt, natürlich noch ein bisschen durch. Und ansonsten gehe ich einfach so ein bisschen, eigentlich ziemlich mutig über meine Karte drüber. Ich hoffe, ihr seht es, weil es so Ton in Ton ist. Genau. Dann nehme ich mein Reststück in Flüsterweiß und den Spruch zum Geburtstag alles Glück der Welt. Und das Ganze mache ich jetzt aber in Blütenrosa, glaube ich. Oder? Also hier habe ich es in Espresso auch gestempelt. Das finde ich schon auch schön. Na gut, bleib mal in Espresso. Ich halte mich nur ein bisschen am Rand von meinem Stempelset, weil das, wie gesagt, schon ziemlich leer ist. Von meinem Stempelkissen. Wenn ihr meine Videos kennt, dann wisst ihr, dass ich damit mit meinem Stempelkissen sage ich immer Stempelset und andersrum genauso. Also komisch. Oh, da ist jetzt unten schon ein bisschen Farbe hingekommen. Ich guck mal, ob es geht. Als Etikett stanze, nehmt ihr einfach, was ihr habt. Ich habe jetzt das Wunschetikett, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, das geht schon. Ich kann das schon so ausstanzen, dass man das nicht sieht, diese Farbe. Stanze mir das gleich mal. Und dann brauchen wir das Flüsterweiß noch mit dem Gänseblümchen. Das ist das mittelgroße Gänseblümchen, wie gesagt. Da stempel ich mir auch einfach zwei auf. Und die kann ich jetzt eben auch gleich ausstanzen mit der passenden Stanze. Das ist natürlich total super. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das nicht... Als kleinen Tipp, ich habe mir das jetzt, wenn ihr das seht, hier unten eigentlich viel zu weit an den Rand gestempelt. Also hier sieht man es auch total bescheuert, oder? Also das muss ich nochmal machen. Aber zum Glück gibt es ja immer eine Rückseite. Und dann stempel ich mir das ein bisschen weiter oben hin. Beim ersten Mal wieder nicht aufgepasst, gucke ich mal. Ja, so passt's. Und dann kann ich mir das hier super schön ausstanzen und muss da nichts schneiden. Das ist einfach total praktisch. Also ich liebe Handstanzen. Perfekt. Zweimal und dann sind wir mit Stempeln schon fertig und ich rolle noch schnell die Stempelkissen auf. So, dann nehme ich mir nochmal meinen Papierfalter und falte mir ganz vorsichtig mein Gänseblümchen so ein bisschen nach oben, dass sich das so leicht nach oben wölbt. Seht ihr das? Das hat einen tollen Effekt danach auf der Karte. Ihr könnt es theoretisch auch nach unten machen, das geht genauso. Also, aber ich... Ja, ihr könnt es auch abwechselnd machen, eins nach unten und eins nach oben, das machen wir jetzt mal. Aber ein bisschen vorsichtig da übers Falzbein ziehen, so über den Daumen drüber, weil die sind natürlich schon filigranig, dass einem die kaputt gehen. Und dann können wir uns das so aufeinander kleben. Seht ihr das? Sieht richtig schön aus. Ich finde übrigens, dass man das auch total gut als Gerbera durchgehen lassen kann, oder? Ich finde, es muss gar nicht unbedingt ein Gänseblümchen sein. Für mich sind es eigentlich eher Gerbera und... Die finde ich eh sehr schön, von dem her. Auf das obere mache ich jetzt einen kleinen Klecks Flüssigkleber, wenn noch was rauskommt. Ja, ein bisschen was kommt nur raus. Das ist schon ein bisschen leer. Und Flüssigkleber auch deswegen, weil ihr das jetzt noch schön verschieben könnt. Genau, also man sieht das, gell? Das kann man da super verschieben. Und dann haben wir hier ein richtig schönes Blümchen. Und den Flüssigkleber können wir gleich da behalten, weil wir kleben uns jetzt auch gleich die ganzen Teile aufeinander. Als erstes mache ich mal die Innenseite dazu rein. Da
Also ich brauche unbedingt neuen Kleber. So. Klebe ich mir das jetzt mal hier so schön in die Mitte. Mit so einem kleinen Rahmen an den Rand. Und mit dem Flüssigkleber, da kann man einfach noch ein bisschen arbeiten und das noch ein bisschen verschieben, weil der nicht sofort fest hintrocknet. Das ist halt schon praktisch. So. Dann auf die Außenseite kommt das andere Stück Espresso mit 8,5 x 8,5 cm. Und ihr seht auch, also ich benutze da ganz wenig von dem Flüssigkleber, das reicht völlig. Das reicht so eine ganz, ganz dünne Spur einfach. Das Ganze wird auch schön aufgeklebt. Dann kommt das Flüsterweiß mit 7,3 x 7,3 cm. Hier noch ein bisschen Kleber drauf. Und das klebe ich mir, halt an den Rand sollte auch ein bisschen was sein, so. Das klebe ich mir so ein bisschen schief da auf, ja. Also so ganz nach Gefühl. Schaut eigentlich überall ein bisschen über diese Ecke so drüber. Also hier schaut es so ein bisschen in das Savannenpapier rein, aber nur ganz leicht. Und dann nehme ich mir nochmal ein Designerpapier mit 7,1 x 7,1, klebt das auch noch drüber. Könntet ihr natürlich zum Beispiel auch die andere Seite nehmen, ja? Also was euch besser gefällt. Und was ihr auch da habt, klar. Ist natürlich auch eine super Karte für Designerpapierreste zum Verwerten, Aufbrauchen. Genau. Und das habe ich jetzt einfach ein bisschen anders da drauf geklebt, so auch so schief und finde ich irgendwie, macht sich voll gut. So einfach. Dann mein zum Geburtstag alles Glück der Welt klebe ich mir jetzt ganz platt da rein. Also ich habe es beim anderen mit der Dimensional gemacht, also mit so einem Abstandskleber, aber finde das eigentlich ganz platt richtig schön. Genau in die Mitte. Und es wirkt unheimlich gut mit dem Hintergrund, finde ich. Also das, ihr seht es jetzt hier nochmal und hier zum Vergleich das mit den Ornamenten. Ist beides sehr schön, gell? Und jetzt sieht man, wenn man die Karte zumacht, hier am Rand noch das Gestempelte. Und das, finde ich, macht sich sehr gut. Und das ist so ein bisschen der Clou der Karte. Dann nehme ich mir ein Abstandsklebepad, also ein Dimensional. Ich habe jetzt hier lauter Randstücke, das ist total praktisch, weil ich brauche jetzt wirklich nur ein kleines Stück. Das kürze ich mir jetzt einfach ein und mache mir das hinter meine Gerbera. Ziehe mir mal die Schutzfolie ab. Ist immer noch so eine Schutzfolie drauf. Und dann nehme ich mir meinen Garn. Und zwar habe ich jetzt hier Garn in Kupfer. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ob es das noch im Katalog gibt. Ich glaube gar nicht mehr. Dann nimmt er einfach das Metallic Flair Band. Das geht auch. Da machen wir es jetzt mal in Silber. Ich glaube nämlich, dass das Kupfer schon gar nicht mehr drin ist. Ups, das ist wunderschön, aber ich versuche schon mit Materialien zu arbeiten, die man nur bestellen kann. Ich glaube, jetzt gibt es nur noch Silber und so Rosé oder so. Das ist auch eine schöne Farbe. Und da habe ich es jetzt so gemacht. Entschuldigung, das habe ich gar nicht erklärt. Ich nehme mir das einfach und wickele mir das ein paar Mal um die Finger. Und dann habe ich hier so eine kleine Schlaufe. Seht ihr das? Und die klebe ich mir jetzt an diesen beiden abgeschnittenen Enden auf meine Blüte hinten, auf dieses Dimensional drauf. So habe ich gleich einen Klebepunkt da hinten. Und so ist die Blüte umgeben von so einem zarten Schimmer mit diesem Metallic-Band, das finde ich wunderschön. Und das hat so einen kleinen Spezialeffekt, der einfach richtig schön wirkt auf der Karte. Okay. Und jetzt ist die Karte schon fast fertig. Was natürlich nicht fehlen darf, ist noch ein bisschen Glitzer. Dann nehme ich jetzt einfach die Glitzersteine und klebe mir da noch ein paar auf. Und was sich eigentlich immer ganz gut macht, ist so eine Dreier-Kombi. Klebe ich mir hier so ein bisschen versetzt einfach auf. Ein größeres und zwei kleinere. Und schon ist die Karte fertig. Also ich finde sie richtig schön. Ich finde beide richtig schön. Ich finde halt diese Ornamentenform unheimlich toll. Also dieses, oh, das ist ein bisschen so Vintage angehaucht. Das finde ich ein richtig schönes Stempelset. Da kommt natürlich auch noch eine Karte von mir. Aber jetzt erstmal so. Was ich auch cool finde an der Karte, ist, dass ich die jetzt andersrum gebogen habe. Eins nach oben und eins nach unten. Hier habe ich beide nach oben.
Das ist halt Geschmackssache, aber das schaut schon ein bisschen platter aus. Also da finde ich das eigentlich eine ganz coole Möglichkeit. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und gefallen. Und ich hoffe auch, dass es gut erklärt war, so für die Bastler-Anfänger unter uns, unter euch. Genau, dass ihr damit trotzdem was anfangen könnt. Und ihr könnt es ja umgestalten auf das, was ihr habt. Aber ich finde, das ist ein gutes Einsteigerset. Und ja, finde ich echt eine schöne Karte. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja, also wie gesagt, viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Und macht es gut. Tschüss. Ah, halt. Mein Spruch, ne? Mein Spruch fehlt noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir ganz gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt diese kleine Glocke und dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.